Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück zum Warrior. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, mit den Sonnensteinen gehe ich jetzt zurück. Da, ne? Ja, mit den Sonnensteinen gehen wir jetzt zurück. Bin ich da? Natürlich. Ich dachte gerade, ich habe mich jetzt hier echt ein bisschen verlaufen, aber egal. Gut, und dann können wir nämlich du ins Axt heute schmieden, weil das andere habe ich ja schon alles eingepackt. Also das andere habe ich ja schon in diese Salzpot-Ding geschossen. Müsste dann auch schon fertig sein, ne? So, ab nach Hause. Einmal darüber in die Niedertiefen. Genau. Und warte mal, ich nehme mal ein bisschen mehr Feinleder mit. Feinleder, Feinstoff, weiß ich gerade gar nicht, ob ich Feinstoff brauche. Mach mal kurz hier meine Reparationsarbeiten. Guck mal, da haben wir auch schon wieder neues Staubcurry. Ja, ja, genau. Also gut, dann machen wir da. Dann machen wir ein Nickerchen, weil wir mitten in der Nacht sind, gerade. Jam, 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 jam. Und dann packen wir das mal so weit ein. Warte. Das müssen wir noch einpacken. Nur Eisenlager, genau. Wir brauchen Adamant. Da packen wir mal ordentlich was ein, ne? Und dann gehen wir rüber, die Durins Axt schmieden. So, wo war das? Da war auch den Thron. Da, genau. Und einmal rüber. So, während der lädt, kann ich nämlich geschwind mein Trinken eingießen. Ich wollte gerade sagen, ich mache hier einen Schnitt rein, aber hat sich jetzt erledigt. 67 Meter. Ja, aber die habe ich doch schon gefunden. Warum wird denn mir das noch angezeigt? So, Durins Axt. Eisenholz. Eisenholz habe ich vergessen. Ach, Leute. Kriege ich hier nicht zufällig irgendwo Eisenholz? Holzstücke. Sind doch nur 4 Stück. Nö, ne? Kann ich den hier kaputt machen? Ich kann den ganzen Thron kaputt machen, ne? Oder auch nicht. Hm. Schade. Ach, Mist. Muss ich doch nochmal zurück. Zum Glück können wir hier wenigstens teleportieren, ne? Oh. Wow. Eisenholz. Eisenholz oben. Eisenholz. Na, dann pack mal alles ein, was du nicht hast. Besser, wenn das wieder so gut klappt hier. Laden, zack, drüben, zack. Na, hm, hm. Ja, ja. Und, zack. Ne? Ja, hier will er länger laden. Tja, jetzt ist es da. Jetzt sind wir da. Heute hat er dann wieder länger geladen. Also mal so. Ist in Ordnung. Wie ist es eigentlich hier? Hat man da noch was anderes? Helm von Durins Garde, Sternmetallbar. Ja, okay.
Durins Axt. Ah, du heilig Schall. Na, das ist auch so ein Spezialteil. Ja, ist aber blöd denn, ne? Durins Axt ist jetzt aber keine... Legendäres Mal, das legendäre Werkzeug von Durin dem Todlosen höchstpersönlich. Hm. Kein Erz bleibt ihm verborgen, kein Schatten kann vor ihm bestehen und nicht einmal der Fluchfels trotz seiner Spitze. Es kann nur ein Meisterwerk gleichzeitig getragen werden. Okay. So. Rüstung von Durins Garde, Helm von Durins Garde, Sternmetallbarren. Sternmetallbarren. Und wo machen wir dich? Ja, nicht hier. Sternmetallbarren. Okay. Erze und Edelstein. Wieder was unten? Rohstoffe, das ist halt das. Braucht eher so. Das sind die Orte in Moria. Ja, ja, das. Klar. Das wäre Geschichte. Zutaten? Nee, auch nicht. Das sind die Feinde. Zwergenberg. Warte mal, Salzbad. Ach so, Bauern, warte. Was ist hier neu? Ah ja, dieses Durin und Eisenlager. Das haben wir. Die Schmiede haben wir ja auch gebaut. Habe ich irgendwas vergessen? Nicht wissentlich, ne? Eigentlich nicht wissentlich. Sternenmetall. Das ist eigentlich mein nächstes Ziel. Hier. Kein Schatten kann ihn trotzen. Dann lass doch mal gucken. Ich habe zwar kein Zwergenbingbaren. Da. Ich weiß es nicht. Das vielleicht? Ja, das da. Ja, guck mal. Eyes up! Monsters in the air! Oh. Guck mal, guck mal. Wir haben das Tor aufgekriegt. Okay. Gut. Ja, mit Durins Axt kommen wir da weiter. Jetzt habe ich zwar kein Schild mehr, aber egal.
haben wir hier? Im Schatten, aber mir passiert nichts mehr, ne? Ja, doch, es passiert da was, okay. Okay, also in Schatten kann ich nicht reinlatschen. Tagebuchseite. Stoffbeste. Tagebuchseite habe ich irgendwie aufgehoben. So, hörst du mal auf? Der Schattenzug hört gar nicht mehr auf. Ah doch, jetzt geht er runter. Ah, ich weiß natürlich zu lange da drin. Okay, dann passen wir da durch. Gucken, wo es mich hinbringt. Das ist Kohle. Ach komm, die Kohle können wir doch mal abbauen. Geht auch mit der echt ratzfatzi, ne? Erstmal den da so. Irgendwie sind wir falsch. Da hoch. Ah. Da wird ein Schuh draus, ne, wenn wir hier hochlaufen. Ziemlich weit nach oben sogar. Oh, haben wir denn hier alles? Ganz viele Höhlenpilze, ne? Aber momentan ausnahmsweise mal keine Gegner. Da geht's weiter. Da ist hier nichts. Ne, hier ist nichts. Da bin ich jetzt mal, da bin ich echt mal gespannt. Wo ist das jetzt hier alles hinbringt? Denk mal, ja gut, Sternmetall. Bergenleichnam. Kreuzung. Zur Kreuzung müssen wir. Ah, ah. Das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Das war hier nicht deutlich zu sehen hier. Dass da ein Schatten ist. Also der Schatten schon, aber dass der so weit verbreitet war. Da geht's rum, da geht's rum.
Was soll denn da eigentlich sein? Ah, die Kreuzung verbergen. Die Kreuzung bricht den Fluch. Spiel abgeschlossen. Die Kreuzung von Sirak-Zigil. Adek, what news from the king? Good news. Lord Gimli crosses over the mountain to the Dimrill Gate, East Gate. He is safe then. King Thorin travels to meet Gimli. The king is coming too. They take advice and stay outside. King says you must make Mithril weapon. Kill the dragon. Kill. A Mithril weapon to kill the dragon? I see. Take scroll. Shows Mithril Forge. Mithril Forge. I thought it was a myth. Thank you, Arik. Thorin and Gimli will wait at Miramir. Till dragon is killed, Khazad's stone is found. Stay safe. Töte die Drachen. Ja. Rezept für große Mithril-Spiele gefunden. Shazaknam. Das ist wahrscheinlich so. Ja, da ist die Mithril-Schmiede. Lass uns mal hier ein bisschen gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo ja, so ein Lager finden, wo wir dann teleportieren können. Das wäre ja nicht schlecht, ne? Also, die Mithril-Schmiede. Ja, da muss sie dann wahrscheinlich ganz viel, Zeug noch zusammentrommeln. Okay. Ganz viele tote Zwerge. Schauen wir mal, wo der Gang mich hinbringen wird. Ja gut, die Mithril-Schmiede ist bestimmt auch gleich ein Zeitstein. Oh Gott. Da geht's aber irgendwie... Ich glaube, ich finde erstmal die Mithril-Schmiede. Oder was haltet ihr davon? Ich glaube, besser, ne? Da könnte ich vielleicht eher eine Chance haben, ein Lagerfeuer zu finden. Um dann wieder reisen zu können. Ich glaube, das machen wir mal. Gehen wir erstmal in die Richtung. Weil jetzt wieder den ganzen Weg zurückzulaufen, ist schon wieder so... Was ist hier in der Ecke? Ah, das für ein Tor. Zumindest kann ich es nicht öffnen. Kannst nicht bedienen. Die Mithril-Schmiede. Oh, guck mal, da ist wieder so ein Zeichen. Diese Runen hat kein Zwerg gefertigt. Sie sind Zeichen des Zauberers Hakun. So oder so mögen Gandalfs Zeichen Hinweise darauf geben, was sich in den dunklen Tiefen von Moria verbirgt. Er muss diese Markierung auf seiner... Ja, das ist immer wieder dasselbe. Nichts Spektakuläres. Ich
160 Meter ist die Mithril-Schmiede noch. Ja, und Schatten. Drachen und Schatten. Ja. Lade doch mal schneller nach. Voll das Opfer hier. Ich glaube, der ist fast tot. Drachling, komm. Ah. Ah. Da abgehauen. Da kommt er wieder. Na, Kleiner. Der ist ja schon fast. Der haut ja schon ab. Wow. Garatras der Grausame. Barisanbar Ugnamba. Wo sind wir eigentlich? Barisanbar sind wir. Sonnenstein. Das packen wir mal ein. Wenn wir es hier schon haben und nicht da in die Tiefen rein müssen, ist das okay. Na? Der haut immer ab, ja? Hier lang. Nur die ganzen Geysire hier, ne? Verdammt, frisst nicht Geysire.
gern Metallerz. Ah. Jawoll. Sternmetallerzlager, Barren, Sternmetallhammer. Jawoll. Das packen wir ein. Cool. Okay. Also den Drachen hatten wir, den Drachling hatten wir jetzt nicht getötet, ne? Der braucht einfach auch echt verdammt viel Schuss und Munition, die sind gar nicht so einfach. Deswegen wahrscheinlich die Mithril-Waffen. Wie viel haben wir denn schon? Mithril, Sternmetall, Herz 29. Na, guck mal. Wir machen mal die Dampfrisse hierzu. Oh, der hat mich jetzt fast getötet. Oder die Waldfee. Schnell mal zumachen hier. Oh, Fackel erloschen. Na dann komm. Eine neue. Wo sind wir hier? Guck mal, da gibt's noch mal dieses Barquark. Aber da gibt es noch viel zum Erkunden hier. Warum glühe ich hier? Warum glüht der so? Okay, da hinten geht es dann auch weiter. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle, wo wir sagen können, wir machen hier Schluss. Und beim nächsten Mal erkunden wir dann weiter, bis wir dann vielleicht mal wieder auf dem Lager oder auf so einen Kartenstein treffen, ne? Ich danke euch fürs Zuschauen und tschüss.